Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu TTT mit folgenden Menschen: Enno. Hallo. Flori. Hi. Reaper. Mhm. Und Wanwa. Okay. Tötet Wanwa, Wanwa ist Töter. Das ist absolut richtig. Sag ich doch. Mhm. You don't say. Wir hatten die Diegel übersehen. Meinst du, es ist ein Wunder, dass sie nicht abgegrast wurde? Oh ja, weil die offensichtlich platziert wurde auch. Also so offensichtlich wie möglich. Oh meine heilige Maria in Mutter. Also wer im Leuchtturm war, hat hier eine Bärenfalle platziert. Ich bin im Leuchtturm. Ja, okay, dann bist du es. Aber ich spiele gerade auf dem Dachboden. Ich hab gehackt. Ey! Ich hab gesagt, weil hier drin ist, wird die Bärenfalle platziert haben. Sorry. Was? Guck mal nach oben. Dieses Fenster ist doch heil. Ich reck den Schuss ab, er ist unglaublich. Da war sogar noch ein Kopfschuss. Jetzt frag mich, wie ich hier hingekommen bin. Ich weiß es nicht. Ist die Fensterscheibe jetzt heile? Kaputt? Ist sie jetzt heile? Bist du Glaser oder was? Der versucht mir die Produkte zu verkaufen, ja, ja. Scheiße, ich komme hier nicht runter, ohne mich selbst umzubringen. Das ist das Schlimme. Jetzt? Nee, da komme ich nicht durch. Ich bin zu dick für die Fensterscheibe. Dann duck oh, dich das doch. Hat er selbst gesagt. Tue ich bin im Duck. Du bist im Duck, Moritz. Das gibt's halt ja nicht. Ich glaube, er ist runtergefallen. Ich glaube, ich wurde eher runtergeschubst. Eieiei. Was zur Hölle? Ich bin weit ab vom Schuss, ich kann hier nichts mitkriegen. Da lacht sich einfach schlapp. Ja, weil ich einfach gerade nichts mitkriege, was hier abgeht. Alter Schwede. Wer hat denn das zugemacht? Ach, Menno. Lori. Enno. Will ich noch nicht. Lol. Mann. Sehr schön. Dass ich da runtergefallen bin? Ja, ich hab dich runtergeworfen. Ah. Ich hätte weiter schießen sollen. Ja, hättest du tun sollen. Ah, ja. Nee, ist keine Zeit mehr dafür. Schade. Hinterrücks erschossen. Sagt diejenige, die mich mal auf Waterworld von hinten erstochen hat. Ja, aber mit Messer ist in Ordnung. Aber nee. Noch nicht mit der Shotgun. Nein, das nee. Ist meine. Messer. Okay. Danke. Nein, das ist meine. Und meine Diegel wurde abgegrast. Ja, das war ich, glaube ich, gerade. Ja, kriegst, das warst du. Du kriegst sie nicht. Guck mal, hier ist noch eine Diegel, wo ich gerade hingelaufen bin, bei den zwei Fässern. An einem Fenster ist auch eine. Hier gibt's genügend Diegels, Naho. Ja, ich habe. Und wann war, nur weil du nicht durch das Fenster durchkamst, war einfach wegen dieser Holzverstrebung in der Mitte. Die kann man auch wegkloppen. Ja, die musst du kaputt machen, dann kommst du da durch. Ich glaube, da ist gerade was geflogen. Wo? Vom Haus. Lol. Okay, was? Ich habe einfach mal Rendering-Probleme von der Map irgendwie. Weil wenn ich jetzt zu weit weg von diesen zwei Fässern hier laufe, dann verschwinden sie. Jetzt ohne Spaß. Ja, falsche Objekt. Nein, das verschwindet einfach, wenn ich zu weit weg bin. Also jetzt hört sich das auf. Jetzt maut er sich ein. Hallo, ich möchte doch nur eine Versicherung ich verkaufen. Ich werde gleich sterben. Das hier ist mein Trinken. Platz. Hier lasse ich keine Zeugen Jehovas rein. Oh. Ja. Alter, wo bin ich denn also, hier? Jetzt hört sich's auf. Ja, ich glaube auch, ich sterbe jetzt. Ich laufe mal lieber. Krasser Zeug Jehovas selbst. Ich hab brauchst die schon brauchst früher. Brauchst du eine John Cena-Bomb, dann hat sich's geregelt. Also übrigens, hör mal zu. No offense. Also hör mal zu. Bezüglich Zeug Jehovas, ich hab ja auch schon im Prügel stehen für solche.
Ja, und, eine Wanne zum Ausbluten. Krasser Scheiß, diese Karte. Was war das? Diese Karte ist cool. Alter, da waren gerade Orte, Flori. Weißt du, guck mal nach rechts. Hier, kennst du den Tunnel hier? Ja, das ist die Kanalisation. Das ist der Hammer. Es gibt noch mehr Geheimgänge. Ich möchte ganz gerne, dass Vanva abgeschossen wird, weil das stinkt. Okay. Da kann ich drauf einigen, glaube ich. Wo ist er denn überhaupt? Ich weiß, wo er ist. Sau an. Weißt du, wahrscheinlich ist er der Toilette. Nö, dann ist es ja. Ich bezweifle, dass du mich gerade sehen kannst. Ich konnte dich gerade sehen, also ich weiß, wo du hingelaufen bist. Dann hat Reaper ein Radar. Also aus der Perspektive, ich habe mich nochmal vergewissert, wird schwer. Ich habe gerade gesehen, wie du von der Kanalisation hochgelaufen bist zu dem rechten Häuschen dahin. Ja, das bringt gar nichts, das ist alt. Hallo und tschüss. Da würde ich nicht stehen bleiben, es sei denn, du bist Traitor. Ich geh nur kurz wieder runter. So. Steht er da gerade in diesem kaputten Haus? Ich ne. Nein, er stand gerade an einer Position, wo man als Inno nicht stehen soll. Ah, ich bin noch klar wieder weg. Falle? Okay. Ja, das ist eine Haus wahrscheinlich. Das so. Ach, das eine. Da unten das ist ein Flori. Ganz besonders. Hüpf, 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 hüpf und hüpf, hüpf und hüpf. Wie kann man den Fahrstuhl holen? Alles klar. Irgendjemand hat meinen Schutzwall durchbrochen. Das ist keine Leiterwander. Aber ich versuch's. Das ist echte, also Objektdichte. Deswegen. Es bringt mich zwar nicht. Oh, hier schon wieder einer aufgeklopft. Was soll denn das? Sind wir nicht im Wilden Westen? Sorry. Was machst du da, Vanva? Ich versuche, dieses Objekt zu überlisten und daran hochzuklettern, obwohl es keinen praktischen Nutzen für mich hatte. Wie im echten Leben. Soll ich dir eine Räuberleiter geben? Ohne Spaß, ich habe mit der Map Rendering-Probleme. Moment mal, Enno, lebst du auch noch? Ja, warum? Okay. Hä? Oh mein Gott! Hä? Lol? Das habe ich gehört! Okay, Vanva, confirmen. Lol? Das, war das der Vampir oder so? Wer ist jetzt Wer ist jetzt der Nächste? Hm. Weiß nicht. Ich will, dass Enno weggeht. Ah. Ja, ich geh doch schon. Jetzt geh die Scheißleiter hoch, du dummes Stück. Also bring die Leiche nicht zu weit weg, wann war? Ins Wasser werfen bringt, glaube ich, nichts. Sie spawnt dann irgendwo anders. Da ist blöd, man kann sie nicht sehen. Hi. Ja, aber das ist doch gut. Ich kann sie auch nicht sehen von hier oben und dir vertraue ich. Du hast gerade einen Traitor getötet. Ja, ich weiß, aber... Da kannst du sie ablegen, da sehe ich. Ich weiß, aber ich muss sie irgendwo hinbringen, wo niemand weiß, wo sie ist. Und ich habe da schon die beste Idee. So, ich komme nochmal ganz kurz hoch. Ich weiß, ich werde wieder 10 Punkte... Oh Gott. Lol? Okay, wann war? Ja. Wo bist du gerade eben hingegangen? Achso, du bist da unten. Wenn ich dir das sagen könnte. Ich weiß, wo du bist. Ich hab dich gerade gesehen. Enno ist der Zweite. Ich bin auch gerade in der Angst. Tatsache. Fuck! So, ich hab jetzt Angst. Entweder überlebe ich oder ich sterbe, Flori. Nein, ich tu dir wirklich nichts. Flori, wir könnten uns jetzt hier, aber das wäre. Wir können jetzt einfach hier bleiben. Enno muss kommen. Das wäre echt. Wir warten mal eine halbe Minute. Eine halbe Minute halte ich für fair. Danach muss ich mich bewegen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, dass ihr gekickt werdet. Ja, Bewegung sehr. Also hier, guck mal, ich habe auch noch hier den Schutz, ne? Von ja, Nahrung. Ja. Aber wir sind dann alle tot. Egal. YOLO. Gefällt mir. Martyrium. Gefällt mir. Ah, schön. Vor allem, weil das fast doch daneben ist. Ja, ne? Also wir haben schon... Aber irgendwie wird mir das ja jetzt zu eng. Ich hab klaustrophobische... Hast du Angst, dass jemand Klaus heißt? Oh Gott, Spongebob. Warum komme ich jetzt hier nicht runter?
Ah, hoffentlich war es die richtige Richtung. Nein, das war die falsche Richtung. Oder? Doch, war die richtige. Aber die Stelle, kenne ich auch noch nicht. Interesting. Ich finde, also, die Karte wirkt von oben so langweilig und dann gehst du so unten rein und, also, das war jetzt sexuell anzüglich. Ja, das kann man so und so sehen. Stimme ich zu. Aber wann war du? Wir sind, glaube ich, einer Meinung, oder? Ja. Ja, okay. Ja, klar. Es sei denn, du hast jetzt mega Vertrauenslastschrift gemacht. Ja, das ist immer die Gefahr, aber ich bin's wirklich nicht. Ich bezweifle es halt gerade so. Es wäre sonst zu Ende gewesen, so. Ich glaube, ich bin gerade eben am Eingang weg. Ein bisschen zu weit gelaufen gerade. Ja, ich bin zu weit gelaufen. Das geht zu weit. Ich glaube, Endo ist noch auf der letzten Karte. Ich habe noch nicht mehr im Boot übergesetzt. Seid ihr Affen denn? Das Ding ist im Gegensatz dazu, wie wenn man T ist, kann ich halt mit der Ding. Also das Baby ist bis hierhin geflogen. So. Was? Oma, nicht. Noch nix, nix. Hatte wohl nicht genügend Money. Ja, ja, von wegen. Hast mich gerade mal auf 49 runtergeballert. Ah, weißt du, was das Schöne ist? Das ist gut. Ja. Toll. Wo ist er hin? Erstmal eine Smoke. Deine billigen Spezialeffekte werden dir nicht helfen. Was? Oh. So, im Fahrstuhl bin ich sicher. Und wegen! Scheiße. Scheiße. Lade Heady. Ich wollte dich übrigens zum Trader machen. Ein Trader war hat sie gehabt. Ja, ah, genau. Oder so. Ja. Ja, das. Leider hat es nicht funktioniert. Dann steht so über dem Bildschirm, it doesn't work. Ja, vor allem, ich habe irgendwie auch sowas gehört, was ich mit einem T-Item verbinden konnte. Ja. Deswegen war ich halt auch so schwer verletzt, weil ich mir mein eigenes Blut abgezapft habe. Oh. Dafür, dass du dann aber nur noch, keine Ahnung, 10 Life oder so hattest, hast du dann aber deine gute Blutfontäne verballert da. Naja. Das sah ja aus da. Ja, ein kleines Blutbad, ne? Ah, wann war es ein Fahrstuhl? Oh, oh, nein! Boah! Das war frech! Ich stand gerade drin! Hör mal zu, Mädel! Ja, das eine hat angefangen zu brennen und das andere kam brennend auf mich zugerollt. Das war irgendwie auch ein bisschen kritisch. Hätte ich eigentlich wegsetzen müssen. Ja, ich glaube, die Waffe. Das wäre fies gewesen. Aber fair. Immer schießen. So, ich war noch gar nicht die Treppe gegangen hier. Am besten ohne die Maus, einfach nur WASD. Ja, und dann übersiehst du die Bärenfalle. Ja, das wäre. Ey, da war eine Bärenfalle. Endo! Ich bin unten. Na, wo ist die? Ja, ja, klar. Ja. Und dann übersiehst du die Bärenfalle, plong, und ich hab sie gehört. Okay. Ja, weil du oben und die gelegt hast, so wie bei der Runde, wo ich dich hätte abschießen müssen. Anmerken, dass der Trader-Kollege gestorben ist, der übrigens auch eine Bärenfalle, glaube ich, hatte. also ist Endo jetzt so. Nee. Ich vermute mal. Nee, lieber, so nicht. Jetzt kassierst du ein Heady. Was denn? Das ist gar nichts. Lass ich. Nee, da gehe ich nicht ran. Mit dem Boombody kannst du mir nicht kommen. Prima, zweite Bärenfalle. Oh, mit der Bärenfalle! Ach, herrlich! Das finde ich schön.
So, das, scheiße, jetzt habe ich keine Credits mehr. Verdammt! Huch! Ah ne, das brennt nicht. So. Was sagst du denn zur Riemannschen Vermutung? Reaper. Zur was? Riemannschen Vermutung. Das ist eine Riemannsche Versuchung. Was? Riemannsche Versuchung? Ja, gut. Wenn du Narvo am Leben gelassen hättest, die könnte mir da bestimmt was drüber sagen. Nee, Narvo lebt nicht mehr. Nein. Und sie schüttelt den Kopf, sie kann ja auch nichts dazu sagen. Aber du, ich bin im Turm, wolltest nicht hochkommen? Ja, warum eigentlich nicht? Mach's mir einfacher, so dass es nichts mit Bären fallen wird. Vermute Massivholz. Massivholz? Wo bist du denn? Dafür hättest du die Szene, glaube ich, gerade sehen müssen. Wenn es so weitergeht, kann ich auch den Steinsimulator spielen. Ich weiß halt nicht, wo du bist. Ja. Wo sollte ich denn hin? Ja, du bist im Turm. Bist du auch hochgelaufen? Ja, nö. Gar keine Treppen. Oh! Fuck. Nein! Fuck! Du verdient! Du verdient! Ich sag dazu nichts mit der Bärenfalle. Warum bist du denn da reingelaufen? Du hast doch gesehen, dass du einen geblendet hast. Ich hab gerade oben rechts nicht aufgepasst. Aber ja, das Beste ist, ich vor allem lauf dann direkt die nächste Bärenfalle. Ja, und ich spiel dann damit zwei Bärenfallen oben. Super toll! Klasse. Hey. Das hat fast funktioniert. Ja, aber ich fand's bei Enno lustig. Ja, mit dem Boom Buddy brauchst du gar nicht bei mir kommen. Es war kein Boom Buddy, es war Narvos echte Leiche. Und dann Klong. Du kannst selbst deiner Leiche herrlich nicht trauen. Hey! Halt dich verletzt? Nein, aber es war knapp. Entschuldigung. So, jetzt erstmal wieder eine Bärenfalle hier hinlegen. Klack, so. Soll ich dir auch noch eine kaufen? Ja, mach mal. Ja, danke, jetzt hier. Bevor ich zack sterbe. So. So, jetzt haben wir im Turm wieder zwei Bärenfallen liegen. Das ist doch schön. Irgendeiner war hier oben und hat mir meine Rifle geklaut. Hallo. Ich glaube, das war Enno. Genau. Er ist gerade vom Fahrstuhl runtergefahren. Wo ist er denn? Ja, dann geh ich halt mit. Ich habe immer, wirklich immer Angst, wenn Enno bei mir in der Nähe ist, dass der irgendwie Gedanken hat, die er denkt. Dass er denkt, dass ich. Ne? Er hat immer dreckige Gedanken. Oh ja. Wenn ich tot bin, ist es ein Narvo. Nein, gar nicht. Ach, ich dann bin dämlich, hier geht's doch zu Kanalisation. Soll ich dir mal ein Kunststück zeigen? Nee. Was denn? Ich finde, das ist beeindruckend. Was hat sie gemacht? Geheimnis. Busenblitzer. Ja. Ja. Irgendwas ist hier oben explodiert. Nur für Weeper. Oben ist so eine Teefalle. Flash und Clay oder irgendwie so, keine Ahnung, wie das heißt. Aber
Aber das ist, glaube ich, nur, dass man runtergefegt wird mit ordentlich Schmackes. Ja. Genau da, wo die Möwe sitzt. Memo an alle, wer lebt noch? Ja, Igge. Oh, eventuell. Aua. Und Flori ist tot, alles klar. Ist er? Ja, irgendeine Frage wurde ja ausgelöst. Das ist hier unten liegt, also unten ist Blut und Fenster kaputt. Vielleicht. Und Vanvar hat sich von dem Blut entfernt und hat's nicht gesagt. Genauso wenig wie Enno. Ja, ich achte doch keine Blutflecken. Leichen sind interessant. Ja, aber Blut ist auch interessant. Nee, da stehe ich nicht so drauf. Ich stehe auf Leichen. Mhm. Riechst doch, solange das Herz noch liegt, ist es nicht nekrophil. Ja, ja. Wo ist denn jetzt nah wohl? Kommt ein Mann zum Arbeitsamt, sagt, ich würde gern was mit Menschen machen. Ja, Bestatter wäre doch gut. Doch mal stehen! Was denn? Nee, nein, ich will keine Spiele. Wäre am besten Pathologe. Da gibt's keine Reklamation. Tu mir nix, bitte. Ich höre, da schießt, oder besser gesagt, schlägt einer ein paar Luftlöcher. Ich hab. Oh, das habe ich jetzt auch gehört. Ich hab eigentlich nur die. Also, solange ihr es klopfen hört, lebe ich noch. Häng mal bitte tief ein und aus. Und Flori ist toll. Ich geh mal Flori-Leiche suchen. Ja, also der ist doch vor 100 Jahren gestorben, geh runter, oder? Ich bin nur vorbei. Geh runter. Da frage ich mich. Gibt's hier einen Knopf? Hallo. Glaube, ne? Du meinst einen Finger oder eine Hand oder wie das Symbol aussieht. Warte, Enno ist hier, Enno. Ah, jetzt weiß ich, welches du meinst sogar, Weeper. Ich hab Angst, ich bin beunruhigt. Irgendwie, wenn ich dem Blut folge, da passt. Also. Das. Ich. Da muss irgendwo eine Leiche liegen. Nee, also ich. Es sei denn, sie ist gefressen worden. Nom, 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 nom. Also hier ist nicht viel mit Leiche. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Blutflecken, aber dann enden die im Nichts. Bin ich vielleicht kein guter Spurenleser, aber das ist. Vielleicht auch unten im Tümpel. Lass. Nein. Nee, da führen die nicht hin. Was ist das? Hier. Achso, das ist Endo wieder mal. Also, ich habe das Gefühl, dass hier ist ein Boombody. Ja, weil Reaper wollte doch diese Blutspuren wissen und irgendwie, aber dass die irgendwie zu nichts führen. Das ist. Also, nichts! Also, wir suchen ja eine Leiche, aber trotzdem bin ich mir irgendwie unsicher. Reaper! Ja, Mann, war so nicht! Wer lebt und wer stirbt? Enno ist der andere, der hat gerade von seinem eigenen Teammate mit der Taube erledigt. Allerdings, wo bist du? Unten in dem Heizungsraum, aber ich werde jetzt wahrscheinlich sterben, weil ich mir nicht sicher bin, ob das ein Boombody ist. Ich will den trotzdem konfirmen. Nicht tun! Lass mich das machen. Wo? Oh. Na, Reaper? Jetzt bin ich hier einsam und erlassen von den Traitern. Na, super. Flori. Bleib genau da stehen! What? What? Yeah. What? Oh. Ja, gut. Oh mein Gott. Puh, mit 5 Life überlebt, jawohl. So ein Lacker. Flori, was hast du getan? Ich hab einen Boombody gelegt und den ausgetauscht mit dem. Ja, das war auch gut, aber was war das am Ende? Er hat mit Tommy an mir vorbeigeschossen. Ja, aber ich habe ebenfalls auf dich gezielt mit 5. Eigentlich hättest du auch umkippen müssen, aber
Gut. Ja, eigentlich. Eigentlich hättest du umkippen müssen, weil ich hab dich eigentlich zuerst getroffen, ey. Das nennt man das Pink-Vorteil. Ja, eben Pink-Vorteil. Ja, man kann da halt nichts dran machen, aber das ist halt so, ne? Hallo, ich würde auch gerne haben, dass ihr alle auch einen 5er Ping habt, also. Brauchst du vielleicht eine Korea-Leitung? Einmal den Server über Korea legen, oder was? Wie wäre das, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit die Daten übertragen würde, hätte man von der USA bis uns immer noch einen 30 Millisekunden Ping. Also. Wie geil, ey. Was denn? Da fliegt Enno erstmal im hohen Bogen durch die Gegend. Hä? Ich bin im Leuchtturm. Nein, vorhin. Also vorhin. Runde. Also. Doch, doch gleich letzte Runde. Na komm. Doras. Das war so geil, ey. Der Diegel finden auf der Karte ist ja kein Ding. Wann war bei mir? Wann war bei mir? Wann war weg? Ja. Florida? Wann war bei mir? Wann war weg? Hä? Wann war da? Wann war weg? Wann war hat das WWW gemacht? Wann war weg? Nicht wie, wo, was weiß Obi? Hä? Alter, ich war gestern in einem Hornbach. Oh Gott, die Retro-Stories. Viermal. Habe ich eine Beratung bekommen. Was ist der Wahnsinn. In einem Einzelhandelsgeschäft. Du hast Beratung gekriegt? Ja, ja. Ich habe eine Gardinenstange, eine Gardine, eine Tischplatte und ein Tischbein gekauft. Ein Tischbein für So. Hast du gerade wieder eine Bärenfalle gelegt? Die erste Frage war... Ja. Ja, weil ich ihm seine Waffe geklaut habe. Die erste Frage war tatsächlich, ob das eine Tischbein für die Tischplatte reicht. Sagten sie ja. Wer hat denn jetzt den Fahrstuhl geholt? Ich nicht, ich bin wo ganz anders. Das sind hier. Oh, Enno! War wieder bei mir. Warte mal. Navo ist confirmed dead, aber es wurde als Trader angezeigt, aber jetzt ist keine rote Taube. Moment. Wann war ich das? Wird der Diegel überhaupt weit genug? What the fuck? Reaper? Reaper? Geht doch! Okay, ja, ich meine ja nur, deswegen. Und! Gott verdammt. Mann, Flori, dir hätte auffallen müssen, dass da stand Reaper Trafalgar found some body of Navoka, ja. He was a traitor. Aber bei mir ist. Das war falsch, ich habe keine Confirm. 20 nicht rot unterlegt. Ja, das war auch ein Indiz dafür, dass sie kein Traitor war. Hä? Oder dass sie Traitor war und dass die Leiche nicht richtig confirmed wurde. Ich habe irgendwie noch nicht ganz raus. Also, ich weiß zwar, wie man einstellt, womit man getötet wurde, aber noch nicht ganz. Verdammt. Wie man das einstellt, Traitor oder Inno. Das habe ich auch keine Ahnung. Ich leg das Ding einfach nur, wenn ich es mal benutze. Was zum? Das war ich. Kann mal jemand eine Räuberleiter geben? Hallo. Enno, ich glaube, Enno hat geshoppt, aber gerade in der Ecke. Ja, ja, er hat sich gehockt. Geh mal. Da hockt sich. Ich musste nur scheißen. Ah, okay. So ja, in Scum. Die Ecke. In so die Ecke. Scum. Alter. Und dann kommt der goldene Diegel raus. Genau, ist oder klar. Ananas. Hier ist schon einer tot im. hier liegt ein Unidentified Body. Ich lasse es mal wegen Boom Body. Willst du mir. Wieso alle Angst haben wegen Boom Bodies, ey? Ist unglaublich. Hast du eine Kiste? Wenn du Pech hast, bist du tot. Eine Kiste? Ja. Nö, hier ist keine Kiste. Ich glaube, hier sollte ich nicht stehen. Das ist eine Kiste aus Fortnite? Warte, Reaper? Ich bin nur hier. Ich war nur verwirrt, weil ihr beide plötzlich hier wart und geschossen und boom boom und peng und... Ich bin auch noch hier. Florian hat aufs Fenster geschossen. Ja. Aber ich dachte, es geht kaputt. Aber das hat wohl Plexiglas. Reaper, holst du mir eine Kiste? Woher soll ich denn eine Kiste kriegen? Auf dem Dachboden. Ja, also ich glaube, das ist ein Boom-Buddy, weil da ist auch kein Blut irgendwie. Das ist ein Boom-Buddy. Du darfst mich auch abknallen danach, wenn du Bock hast. Wieso sollte ich dich abknallen? Weil da oben liegt keine Munition mehr, Reaper. Ich habe die aufgehoben.
Ich will ja auch nicht die Munition, ich will die Kiste haben. Nabo will eine Kiste haben. Ey. Ich will eine Kiste haben. Ich seh da nichts von lauter Kiste. Muss nur gucken, dass du durch die Tür passt. Okay, das ist eine ganz schlechte Idee, dorthin zu laufen. Durch die Tür? Durch welche Tür denn? Haus. Beim Leuchtturm. Hä? Ich hab was von dem Haus gesagt. Warte, du musst sie rechtzeitig loslassen. Warte. Du sparst dort hinten. Mach. Lass euch mal lieber alleine. Geht doch. Ja. Was ist denn gerade hochgegangen? Ich hab gerade eben Fässer abgeschossen. Was ist das? Okay, Reaper und Nabo vertrauen sich gegenseitig ganz ordentlich. Nö, ich war nur bereit zu sterben. Okay, ich war lieber. Gut. Okay, that makes sense. Leben jetzt noch alle? Das ist ja sehr... Also ich lebe noch, aber wann war, sagt die ganze Zeit nix. Oh, ich glaube, den habe ich eben gesehen, ja. Aber unsicher. Ja, dann ist es ganz klar ein Boom-Buddy, was da rumgeht. Ja, dann weg mit dem Scheiß. Wo liegt das Ding, ne? Ja, wobei, was ist im denn mit Endo Turm immer noch? Reaper? Also beziehungsweise, wenn du in den Turm da was ist mit mir? Läufst, dann direkt, also... Unten, wenn du reinrennst unten. Durch die normale Tür und dann ist die unten bei den Treppen. Ja, dann können wir den ja irgendwie ins Meer werfen oder so, damit da keiner aus Versehen rangeht, oder? War eine Möglichkeit. Glaube irgendjemand? Vermutlich Flori? Nee, es hat nichts mit dem Tod zu tun. Boah, weißt du, wer richtig gut ist, wirft seine Taube in genau dem Moment, wo die Möwen hier kreischen. Ich glaube, die da kreischen sind. Da musst du aber gut teilen. Das wäre Profi. Profi? Naja, es wird wahrscheinlich immer der gleiche Soundloop sein, so wie es mir scheint. Ja, mhm. Das ist auch das selbe. Ah, wann war es hinten beim Haus auf dem Felsen? Ja. Ah! Mit Ü. B. D. C. Machen wir jetzt einfach B durch. Lebt jetzt noch jeder? Ja. Also ich schon. Ihr hättet den Boombuddy auch irgendwo hinlegen können, wo es unsichtbarer ist. Warum? Weil ich ihn gefunden habe. Mhm. Was du meinst? Au. Hä? Au. Mhm. Hier liegen aber irgendwie zwei Leichen. Nee. Vor allem, wo ist das hier? Im Turm. Muss schon im besten Fall ein Twitter tot sein. Definitiv nein. Aber wie? Boah, ich frag mich gerade was, ne? Vielleicht sterbe ich gleich, das ist dann aber nicht so dramatisch, aber... Ja, man kriegt da drin Schaden, okay. Los. Ich bin tot. Na wunderbar. Ja, scheiße, Flori ist. Nope. Nein, Flori ist es nicht. Nee. Oh Mann, war das herrlich. Das muss aus Floris Sicht so geil gewesen sein. Meine Leiche ist halt genau dann runtergefallen, wo ich gesagt habe, so werf doch mal den Boombody ins Wasser oder so. Und dann fällt meine Leiche doch tatsächlich auch ins Wasser. Glatter Headshot. Also ich fand das mit dem Boombuddy voll cool. Deswegen habe ich gelacht auch. Weil das ist gerade eben so. Das war wirklich gerade eben perfekt Timing einfach. Peter. Hm? Platzierst du ja gleich wieder eine Bärenfalle? Ja, ich glaube schon. Muss ich eine kaufen. Unter anderem, er hat zwei Bärenfallen dann. Ja, wobei er hat eine normale Bärenfalle und dann hat er so eine Tretmine wie von den Hunden hier.
So einen Haufen in der Tüte gepackt. Reaper steht hier so gerade und ist so wahrscheinlich Schotterhaufen. Flori, als Betroffener. Hallo, nicht rumstehen bleiben und shoppen, hallo. Flori, sag doch mal, was ist das beste Halsschmerzmittel? Der kann nicht sprechen. Ah, was denn? Wichtige Frage stellen. Ja, das hättest du früher machen müssen, bevor er mich genervt hat. Oh, der hat dich genervt und abgeknallt. So einfach ist die Regel. Jo. Dann gehe ich dir jetzt mal auf die Nerven, ne? Wo bist du denn? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Der erste Schuss hat mir 50, dann hat 25, das heißt, der nächste gibt 12,5. Was? Ja, weil Reaper auf mich geschossen hat, deswegen. Ich habe überhaupt nicht auf dich geschossen. Mhm. Ich stehe unten in einem geschlossenen Raum im Turm. Wie soll ich da bitte auf dich schießen? Okay. Oh, hörst du seinen Zweifel? Ja, irgendwie kapier ich es auch nicht. Ich auch nicht. Gibt halt Spezies. Du stehst schon wieder oben auf dem Turm, oder? Yep. Standard. Wenn du nicht oben bist, bin ich's. Weißt du? Bravo? Ja. Ich war gerade bei Enno oben auf dem Turm. Hättest du jetzt einfach nicht sagen können, dann hätte ich gewusst, auf wen ich schießen soll. Also auf Reaper auf jeden Fall. Ja, okay, aber der hat ja auch einen Enno getötet. Aber. Ja, aber ich bin auch Enno. Ja, ja. Nein, bist du nicht. Ich bin Inno! Glaub ich dir nicht. Ich bin auch Traitor. Flori hat mich einfach nur genervt. Ich stand halt nur rum. Ich musste mich an der Nase kratzen. Mhm. Hier? Ja, wo seid denn ihr? Ja, wenn wir da twisten, da wo dann, du nicht dann wären wir auch schlauer. Nee, das ist glaube ich eine schlechte Idee. Oh, das glaube ich auch. Aber weißt du, was der Hammer ist eigentlich? Okay, was denn? Hm? Werkzeug. Durch. Oh, wow. Oh Mann. Hey, das, ja. Was ist da jetzt schon wieder explodiert? Ich mache hier unten Professor unschädlich. Achso. Meine Güte, das kann auch nicht sein. Eins aber so. Wo verkriecht ihr euch denn? Hallo? Also ich versteck mich nicht. Das war keine Idee. Boah, aber diese Sounds, ne, sind hier so beruhigend auf dieser Insel. Richtig schön. Zum müde werden. Enno, wen suchst du? Ja, überhaupt mal jemanden. Soll er wieder weggehen? Ja, dasselbe denke ich mir ja auch. Wenn du mal wo suchst, die ist irgendwo unten am Strand, ich sah aber nicht genau wo. Alexa, wo ist Reaper? In der Erde. Was? Ach, in Kalifornien! Ach so. Okay. Gut, dann. Weißt du Bescheid? Ja. Und da also besser nicht hingehen. Alter Enno, das tat weh! Sorry. Also wann war... Ich hoffe, das sagt dir, auf wen du schießen darfst. Nee. Ich habe 55 Leben und die beiden sind nicht nett. Das ist dann... Das ist... Das ist nur eine Behauptung. Ah ja. Aber eine... Eine stumme Behauptung. Gut abgeschnitten. So wie eine Scheibe Wurst. Oh, ich hätte jetzt Lust auf Chorizo. Oh. Mm. Schön in einem Omelette mit Paprika. Oh. Ein Träumchen. Das
redet ihr hier vom Essen? Hast du was anderes erwartet? Ich habe heute nur eine selbstgemachte Pizza bisher gehabt. Ich will mal überlegen, ob ich nochmal Teig mache für Pizza. Wir bestellen uns gleich Pizza. Ach, oh. Bestellen ist für Anfänger. Ja, selber mache, aber der Teig ist nicht das größte Problem. Der Teig ist wirklich nicht das Problem. Nö, halbes der Kilo Mehl, bisschen Öl, Wasser, Salz. Ohne das war's. Ohne Öl. Na, einen kleinen Schuss Öl kann man schon machen. Doch, ich mach das mit Öl. So, bevor das hier jetzt zu sehr ausatmet, würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss.